herzlich willkommen zu der neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch hier in Frankreich die Stadt Burger. Wie auch immer. Chicken McNuggets Burger hier in Frankreich. Bei Frankreich DLC ist ja seit einigen Jahren ist er da nicht mehr pausiert. Und es gibt jetzt einen Modder, der hat sich das angenommen, hat gesagt, komm, wir tun jetzt hier mal die Stadt Burger mal ein bisschen aufpimpen. Und hat dann mal angefangen. Und das möchte ich euch heute zeigen. Das sieht nämlich richtig spannend aus. Soll ich euch mal zeigen, was da alles so Neues gibt. Das sieht richtig schick aus. Also ich bin sehr positiv überrascht. Und das zeige ich euch jetzt mal, was hier geboten wird. Meine Damen und Herren, da werdet ihr Augen machen im Rahmen eurer Möglichkeiten. So, wir gucken mal. Ich fahre jetzt gleich mal hier lang. Da gibt es nämlich so kleine Schleichstraßen, die mir sehr gut gefallen. Ich fange mal an, darf ich hier reinfahren? Pass auf, überall, wo ihr seht, hier, pass auf, hier zum Beispiel. Burgis, hier ist ein Burgis. Da kannst du bei Burger, also hier reinfahren, hier, ne? Zack, ups, naja. Hier kommen wir in den Hydrant. Und hier gibt es auch diverse Kleinigkeiten. Pass mal auf, ich fahre jetzt hier mal rein, dass das mal sieht. Das sieht schnieke aus. Pass mal auf hier. So. Ah, hier steht noch eine Wechselbrücke. Muss man aufpassen, damit man nicht dagegen rammelt. Überall so kleine Gassen hier. Ganz fein gemacht hier, Jack. Pass mal auf, ich fahre hier mal eine Kurve. Zack. Da kann man nämlich hier lang fahren. Das Coole ist das. Ah, hier kann man sogar pennen. Hier, zack, Parkplatz. Cool, ne? Unter der Brücke. Ich wollte schon mal unter der Brücke schlafen. Kleiner Wortwitz am Rande. Eine orale Spasme. So, wir haben hier eine Tankstelle direkt an der Hausmauer geklöppelt. Da ist das Symbol zum Tanken. Also hier kannst du Diesel zapfen. Vielleicht auch ein Bierchen, das weiß ich nicht so genau. Aber nur, dass ihr mal gesehen habt. Das sieht also wirklich richtig gut aus hier, ne? So richtig typisch. Oh, hier praktisch. Ne? Da kannst du sagen, 2,15 Mark. Ein bisschen teuer jetzt gerade. Aber mein Gott, wir haben es ja, ne? So, das mal so zu dem. Dann fahren wir hier wieder raus, nur dass ihr es mal gesehen habt. Hier sind auch einige, ich glaube vier oder fünf neue Logistikfirmen sind hier angesiedelt worden in Burgis. Und das finde ich richtig klasse. Was jetzt das Spannende ist an der ganzen Geschichte, dieses kleine Add-on, so nenne ich es jetzt einfach mal, weil eine direkte Map ist es ja nicht, ist kompatibel, na klar, mit der SCS-Map und mit der Pro-Mods. Ne, das vielleicht auch mal so gerade am Rande zu erwähnen, ne? Das ist auch kompatibel. So, hier in Lisette, bei der Rosette, da könnt ihr hier reinfahren und könnt ihr praktisch hier nochmal eine Fracht aufnehmen. Da stehen zum Beispiel, wie hier zu sehen, ein paar schicke Trailer. Da könnt ihr was aufnehmen, das finde ich gut. Also da wird schon mal nicht so langweilig. Das finde ich gut. Das rockt doch, ne? Dann fahren wir hier wieder raus. Ich zeige euch ein bisschen einfach die Gegend. Frankreich DLC gefällt mir eigentlich von Haus aus, ne? Die ganzen Gebäude und alles, was dazu gehört. Aber es ist, ich finde, es wertet das hier alles nochmal enorm auf hier, ne? Dieses, vor allen Dingen so kleine Straßen, wir stehen auch so, alles was so eng ist hier und so, das macht einfach praktisch richtig Bock, ne? So, dann geht's hier lang. Ui. Schauen, dass mein Bauer sein Ding nicht kaputt fahren hier. Der Agat und was weiß ich was, was haben wir hier noch? Da kann man einmal links fahren, einmal geradeaus fahren, hier so kleinen Teich, ist eigentlich Bock, wo du lang fährst. Gibt es auch mal noch so eine Seitenstraße, da kommst du praktisch wieder zurück, da wo der Hydrant ist. Nämlich da vorne, da wo man wieder langfahren konnte. Den Traffic habe ich jetzt mal ausgemacht, den wollte ich jetzt hier nicht haben. Die sollen mir jetzt mal nicht auf den Keks gehen. Jetzt kommen wir wieder im Prinzip auf den Kreisel zurück. Der war da links, wir fahren aber links, das was Neues. Und dann zeige ich euch das hier mal, was da noch so alles gibt. Ne? Da kommt jetzt gleich nochmal ein Parkplatz, mal gucken. Das ist wahrscheinlich auch ein kleiner Spielplatz hier, guck mal. Da kannst du mit den Kleinen mal hinfahren, Pause machen. Quatsch. Hier ist nämlich so ein kleiner Parkplatz mit 50 Meter hier, da kannst du reinfahren. Das heißt, wenn ihr mal grunzen wollt, dann fahrt ihr hier rein in den Wald. Neue Passage, kataklysiert. Guck mal hier. Seht ihr das? Und das finde ich ganz interessant, weil diese Passage gibt es ja eigentlich offiziell nicht. Sondern die wurde hier vom Autor einfach eingefügt. Ne? Da kannst du hier, egal wo du dich hinstellst, kannst du überall pennen und schlafen. Mit dem Trailer vielleicht nicht ganz so gut, weil halt wenig Platz ist, klar. Außer du quetscht dich irgendwo hin. Aber ansonsten ist das hier schon richtig gut gemacht, ne? Weil die ganze Fläche als Parkplatz dient. Das ist richtig gut. Feierabend noch eine Runde schaukeln, auch ganz fein. Oh, verdammt. Jetzt aber Stoff hier. Cool, oder? Mega. Gerade so hier Passagen und so finden macht immer Laune. So, dann geht's wieder weiter. Einmal links um die Kurve. Wie schon gesagt, Traffic habe ich ausgeschaltet.
So, jetzt geht's rein in Bürges. In Bürgerland. Hier, da fahren wir links. Gucken, was wir alles noch so entdecken können. Also, wie gesagt, 4 oder 5 neue Firmen sind hier angesiedelt worden. Auf diesem Gelände, auf diesem Addon, was ich richtig, richtig cool finde. So, wir haben jetzt hier Gummibude. Nein, Gummi du Monde. Ich glaube, das Gelände kennen wir alle. Hier haben wir noch. Moment. Genau, da kann man dahinter fahren. Pass mal auf. Hier so. 30 fahren. Da geht es nämlich hier lang zu FCP. Da ist das Symbol da am Boden vom Auto, ne? Warte mal, ich kann es hier mit der Zoom-Kamera zeigen. Da wo das Auto steht, ist das Symbol. Und ich kann es, hier kann ich aber noch runterfahren anscheinend. Hui. Wo geht's da hin? Ach guck mal, hier stehen auch noch bei LKWs und so. Auf Liescher. Dahin stehen sie. Siehst du, da kannst du hier praktisch noch mal Fracht abholen. Toll, 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 toll. So, rückwärts gar nicht. Auch hier gar nicht eingezeichnet, aber es ist zumindest da, ne? Geil. Das gefällt. Ich müsste bloß noch einen Zug vorbeirammeln. Tut's aber nicht. Macht nichts. So, wir fahren mal weiter. Was können wir noch entdecken in Bürges? In Bürges. Also, wir sind auch drüben die Gummibude. Aber das ist alles hier ein bisschen zusammengeklebt, ne? Guck mal hier, also Bürges. Aber ich glaube, er muss auch trotzdem links fahren, weil das ist ja original. Und dahinter gibt es ja eigentlich offiziell nichts. Ne? Da ist ja eigentlich nichts da. Auf der Karte schon in dem Fall. Wo geht's da lang? Auch so kleine Straßen wieder, habt ihr gesehen? Ganz fein. Hier unten haben wir noch was Feines. Hier haben wir Euro-Goodies. Auch hier wieder ganz schön versteckt. Da hinten haben wir noch einen Schlafplatz. Also hier, rückwärts vor einer Sackgasse. Das heißt, ihr müsst hier rein. Könnt ihr dann hier rückwärts hinstellen euch und könnt dann nochmal grunzen. Auch gut gemacht. Also jetzt nochmal Euro-Goodies. Gerade Autos. Jetzt da vorne ist der Gullideckel, also das Symbol zum Aufnehmen des Aufliegers. Sieht auch sehr schick aus. Es sind ja relativ viele Trailer rum. Toll. Toll, 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 toll. Da bewegt sich was hier, ne? Schöne Map. Dann hier drüben ist, wie gesagt, diese Bude, wie heißt sie? Die Gummibude, ne? Da kannst du auch bis nach hinten fahren, wo der Aktor steht. Also muss man nicht, aber kann man. Die Möglichkeit besteht. Aber da glaube ich, muss ich jetzt nicht reinfahren, ne? Nee, muss ich nicht. Zeige ich nur mal das, diese Optionen hier, ne? So, jetzt pass mal auf, jetzt fahre ich hier mal rein. Hier links. Ich will mal da diese kleine Straße reinfahren. Mal gucken, was ich da noch so zur Gaune gibt hier. Ui. Kann ich ja auch einfahren nehmen. Tatsächlich. Ach, sie kommen zu Sunbill, das hinter. Ei, 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 ei. Oh, alles schön sehr eng wieder gebaut hier und gebastelt. Mega, sowas ist doch geil. Alter, so schön versteckt hier, ne? Ich weiß ja nicht, was hier für Trailer versteckt sind. Ah, aber wo bin ich denn hier? Sunbill, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Wie soll es zu Sunbill das gehen? Hier geht's auch nicht zu Sunbill, das ist mein Freund der Nacht. Nee. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum hier Sunbill das da steht. Vielleicht ist hier doch irgendwo was versteckt. Vielleicht kann man hier für Sunbill das was hinliefern. Das wäre vielleicht auch eine Idee, dass du sagst, du kommst mit dem Trailer voll, mit dem Bagger-Trailer oder so, fährst hin und dann kannst du es hier abliefern. Das wäre vielleicht so die Denke des Autors, könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Sonst macht jetzt Sunbill das keinen Sinn. Aber zumindest steht es nämlich hier. Ich glaube, das ist wirklich hier. Wenn du eine Tour hast, dann kannst du hier hinfahren und kannst dir was abliefern. Ne? Sunbill ist in Bürges. Da können wir dann gleich nochmal gucken. Ah, nee, da gibt es auch nochmal Sunbill, das ist geradeaus. Ach, hier. Ach, da geht's weiter. Alter Verwalter. Auch nochmal unter der Brücke schlafen. Die Option ist da. Toll. Ich fahr mal. Da hinten ist Sunbill das. Was ist hier noch? Auch noch irgendwas Kleines. Überall diese kleinen Gassen. Ich finde die ja so schnieke. Ich finde die richtig gut. Ach, hier ist Sunbill. Ah, da ist Sackgasse. Da war schon gar nicht langfahren. Uiuiuiui. Alter Freund. Ah, oben ist die Brücke, ne, wo ich vorher gewesen bin. Alles klar. Ach, hier ist Sunbill. Ey, richtig so kleiner Hinterhof, ne? Sieht eher aus wie bei Oleg und Bolleg hier. Wo heimlich die Autos umlackiert werden. Quatsch. Ach, cool, ey. Wirkt richtig. So, was haben wir da noch hier? Gucken wir.
Oh, sie fahren 53, macht nichts. Jetzt auch noch lang. Und alles so schön eng, ich finde das ja so mega. Da könnt ihr jetzt auch noch mal rumfahren, das ist da hinten, diese kleine Straße. Was kommt hier vorne noch? Ach, kommt ein Renault-Händler. Gut, Renault-Händler brauchen wir nicht angucken. Ein paar Schildchen. Und dann kommen wir hier praktisch wieder zurück. Wahnsinn. Also was für ein geiles Gelände hier. Schöne, ausgebautes Burgs. Sehr gut, Burgs. Sehr gut ausgebaut. Macht richtig Laune hier. Gibt's nichts, oder? Jetzt wollte ich mal ganz kurz schauen in den Fachmarkt. Ich weiß zwar bloß nicht, ob ich hier was finde, wenn ich unter Aufträge... Da werde ich jetzt nichts finden, ne? Da müsste ich jetzt mal gucken. Burgs. Sandbilders. Da werde ich wahrscheinlich nichts finden. Da müsste man irgendwie anders gucken, ne? Fracht. Dass wir von nach Burgs haben. Und dann, glaube ich, könnte man dementsprechend mal schauen, ob hier dann Fracht anzuliefern ist. Gerade bei Sandbilders. Das würde ich ganz gut finden. Also richtig geiles, kleines Map-Add-on. Finde ich richtig stark. Gibt es viel zu gucken, viel zu klotzen. Macht eine Menge Spaß. So, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Mod, dann dürft ihr es natürlich gerne machen. Einfach kommentieren. Ansonsten will man Dominik da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Burgis. Geht Schrank auf? Nee, ne? Nee, geht nicht, schade, ich hätte gedacht, ich kann nicht rammeln. Ansonsten, wisst ihr wie immer Bescheid, ne? Einfach kommentieren. Gut, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ladet es euch mal runter, wie schon gesagt, SCS ready und kompatibel mit der Pro Mods, wenn sie dann für die 1.45 geupdatet wurde. Gut, dann viel Spaß damit. Macht's gut, bis bald und adios.